In diesem Video bekommst du wieder einen Blick in mein Netzwerk. Und heute habe ich einen ganz interessanten Gesprächspartner, einen Musikerfreund. Einen Musikerfreund von der ganz besonderen Art, den Arvid Mainz. Den mit dem Arvid Mainz darf ich Musik machen in der Arvid Jazz Company. Er ist nämlich der Bandleader von dieser tollen Band, wo wir 6 Mann sind. Und bitte bleib bis zum Schluss dabei. Der Arvid wird dir nachher auch ein kleines Ständchen spielen. Ja, lieber Arvid, bevor wir auf die Musik zu sprechen kommen, du bist ja ein Bremer, ein norddeutsches Gewächs. Wie landet man hier in Franken, in Nürnberg? Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage. Es ist natürlich der Beruf bei mir und in diesem Fall nicht die Liebe gewesen. Denn ich habe mir ein norddeutsches Mädchen mit nach Nürnberg gebracht. Nein, es war der Beruf. Nach dem Abitur in Bremen macht man da üblicherweise eine Lehre. Also sehr viele von der Pike auf gelernt, sollte man seinen Berufsweg antreten. Und das habe ich auch gemacht, bin zur Deutschen Bank gegangen, habe meine Lehre dort absolviert und merkte gleich, ohne Studium geht es nicht weiter. Danach BWL studiert in Göttingen und Saarbrücken. Und ich war aber natürlich dadurch etwas bankaffin geworden und dachte dann, wo geht man nach dem Studium hin? Und es bot sich an die Deutsche Bundesbank mit einer Ausbildung von 3 Jahren, nach der man sich ja immer noch entscheiden kann, wo will man später seinen Berufsweg weiterlaufen. Aber dann war es bei der Bundesbank so interessant, dass ich da geblieben bin. Und ich bin also dann in Frankfurt 15 Jahre bei der Zentrale gewesen, in den verschiedensten Funktionen, teilweise sehr interessant, muss ich sagen. Ich war 4 Jahre lang der Leiter des Sekretariats beim Direktorium, so hieß das. In dieser Funktion hatte ich die Zentralbankratssitzungen vorzubereiten und das Protokoll zu führen und nahm an eben den wichtigen Besprechungen teil und habe im Grunde alle Mitglieder des Zentralbankrats persönlich gut kennengelernt. Und wir hatten natürlich auch hochinteressante Gäste wie Helmut Schmidt, wie Scheel und andere, die dann kamen. Ja. Und insofern war das eine ganz interessante Zeit. Aber was danach tun? Höhere Stellen bei der Bundesbank werden bundesweit ausgeschrieben. Und dann habe ich mich nach Bayern beworben. Bayern war immer schon so etwas mein Zielland. Okay. Das über Oberfranken in Hof und München. In München war ich 10 Jahre. Und dann wurde die leitende Stelle in Nürnberg, bei der Hauptstelle in Nürnberg frei. Da habe ich mich nach Nürnberg beworben. Und das war. Das klingt aber nach vielen Umzügen. Wie oft bist du in deinem Leben umgezogen? Ach ja, von Göttingen nach Frankfurt, nach Hof, nach München und dann nach Nürnberg. Ja, spannende, wirklich eine spannende Geschichte. Jetzt aber zu der Musik. Du spielst ja toll Klavier, wie ich ja immer wieder schön erlebe. Dein Hauptinstrument ist aber die Posaune. Erzähl doch einmal ein bisschen darüber, wann hast du begonnen, wie ist diese Liebe zur Musik überhaupt entstanden? Ja, die Liebe zur Musik ist dadurch entstanden, dass ein Bruder von mir im Bläserkreis spielte, Posaunenchor in Bremen, an der Frauenkirche. Und da sagte er mir, als ich 7 Jahre alt war, Arvid, da ist eine Trompete frei. Und dann bin ich dahin. Naja, und dann durfte ich so langsam anfangen, bekam da Unterricht und musste dann auch ziemlich bald im Gottesdienst mitspielen. Und dann stellte ich fest, oh, Trompete, da muss man viel üben, sonst stimmt der Ansatz nicht. Und dann wurde eine Posaune plötzlich frei in diesem Posaunenchor. Und dann bin ich umgesattelt auf die Posaune und das war dann meine eigentliche Liebe. Und mit 15, 16 sprachen mich dann andere mal an, willst du nicht mal ein bisschen Jazz mitmachen? Und dann war das eine ganz große Befreiung für mich, ohne Noten spielen zu dürfen, einfach das zu spielen, was einem in den Kopf kommt. Und so habe ich dann weiter im Bläserchor in der Kirche geblasen, klassisch, und daneben eben Jazz gemacht. Ja,
Ich meine, ein Musiker kann man ja eigentlich nicht entlassen, ohne dass der zumindest eine kleine Kostprobe gibt von seinem Können. Ich meine, alleine mit der Posaune zu spielen, ist besser als alleine Schlagzeug spielen. Aber würdest du den Zuhörern einfach mal ein kleines Stück anspielen, damit die spüren, wie toll du die Posaune spielst? Naja, am Morgen ist der Ansatz noch nicht so gut. Mit das besser und abends. Ja. Probier's mal. Also, dann hört ihr jetzt mal unseren Posaunisten und Bandleader, den Arvid Mainz, mit seiner Posaune. Jetzt habt ihr mal gehört, wie unser Posaunist spielt, und wir sind ja, wie gesagt, 6 Mann in der Band und 3 Bläser, und der Älteste ist also, ich glaube, 87, ne, Arvid? Ja, und ich bin also sozusagen der Benjamin in der Band. Das ist unglaublich. Die ganzen anderen sind alle über 80. Es ist Wahnsinn. Ich meine, wir haben ja jetzt das Problem, dass wir seit einem Jahr mehr oder weniger nicht spielen können. Ich meine, das ist doch die absolute Scheiße. Wie siehst du das denn? Aber die Frage, wie ist das für dich, keine Musik machen zu können? Das ist ganz schrecklich. Posaune allein zu spielen macht nicht so viel Freude, aber der Ansatz muss ja trainiert werden. Ich klimper dann etwas am Klavier und das ist dann schon etwas zufriedenstellender. Aber mir fehlt die Musik mit euch. Ich spiele auch in einer Big Band mit Big Band Langwasser in Nürnberg. Es fehlt schon sehr, ja, die gemeinschaftliche Musik. Also ich hoffe, dass wir bald zumindest einmal wieder eine Probe haben können. Damit wir mal wieder zu den Instrumenten und schön jatzen können, das wäre wirklich toll. Wir sind ja relativ breit unterwegs, aber ich sag doch mal, für welche Anlässe man uns buchen kann. Ganz vielfältige Anlässe. Es fängt an mit Geburtstagen, mit runden Geburtstagen, Familienfeiern, bis hin zu Werkseröffnungen in Betrieben. Wir waren eine Zeit lang eine Verabschiedungsband. Wir haben vielfach, wenn Vorstandsmitglieder bei Banken, gerade im Kreditgenossenschaftsbereich gespielt. Wir haben Beamte verabschiedet aus Spitzenämtern. Wir durften sogar in dem berühmten Schwurgerichtssaal im Gericht spielen, als wir die Landgerichtspräsidentin in den Ruhestand verabschiedet haben. Daran denken wir immer noch sehr gern dran zurück. Das ist ja nur wirklich etwas ganz Historisches. Ja, du siehst, also wir spielen eigentlich bei jedem Anlass auch zu Scheidungsfeiern. Also alles, was hier möglich ist, spielen wir. Wir blenden die. Bitte? Jazz Frühschoppen. Jazz Frühschoppen. Das ist natürlich auch ganz besonders, ja. Wo wir gerne spielen, weil die ganze Atmosphäre da einfach ganz toll ist. Ja, Mensch, lieber Arvid, also ich sag euch noch mal, ganz herzlichen Dank für dieses kurze Gespräch, und dir sage ich, wenn du uns buchen willst, ich blende die Kontaktdaten von uns ein. Ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn du den Daumen hoch anklickst und wenn du meinen Kanal abonnierst, dann wirst du auch das nächste Video nicht verpassen. Ich werde da bei diesem nächsten Video höchstwahrscheinlich eine interessante Persönlichkeit aus meiner Familie vorstellen.
Also, du bitte uns mal abonnieren, du uns vielleicht bestellen für einen schönen, Anlass. Wir sind die AW Chess Company aus Nürnberg und Umgebung. Und AW, dir sage ich noch einmal ganz herzlichen Dank. Und ich hoffe wirklich, dass wir bald wieder zusammen spielen können. Ganz meinerseits, Volker, viel Erfolg weiter.